Hallo, liebe Seele. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um eine Botschaft für genau jetzt. Bin schon gespannt, was ich dir weitergeben darf. Was sollst du hören? Was ist wichtig momentan oder auch in den nächsten Tagen? Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer, was darf ich weitergeben? Wow. Okay. So. Der Herrscher an der Unterseite. Was mir hier gut gefällt, ist der Tod. Tut mir leid wegen meiner Stimme, ich glaube, ich werde krank. gefällt mir außerordentlich gut hier. Der Tod in Bezug auf euer Erscheinungsbild, in Bezug auf euren Ausdruck. Der Ausdruck kann auch bedeuten, eure Talente zu leben, eure Fähigkeiten zu leben, eurem natürlichen Wesen Ausdruck zu verleihen. Hierbei gibt es jetzt eine Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung. Ja, man sagt doch oft mit der Todeskarte, es wird die alte Haut abgestriffen. Ja, das Bild zeigt es eigentlich ziemlich gut. Die alte Haut, die man sich übergestreift hat, die aber nicht zu einem passt. Ja, und das Alte, was abgestreift wird, bringt das, was einen wirklich ausmacht, zum Vorschein. Das darf gelebt werden, gerade auch mit dieser Sonnenenergie hier oben, die Sonnenblume, die Königin der Stäbe. Es könnte auch der König der Stäbe sein. Das ist ein Mensch, der will sich ausdrücken. Das ist ein Mensch, der liebt es, gesehen zu werden. Der liebt es, das zu zeigen, was er kann. Ja, der liebt es, sich wichtig zu fühlen, mitreden zu können, in die Führung zu gehen, Verantwortung übernehmen in einer Situation. Das ist auch ein guter Geschäftsmann oder eine gute Geschäftsfrau. Sehr ideenreich und einfallsreich. Ein kreativer Mensch auch. Kann gut auf die Bühne. Ja, und selbst wenn es nicht die klassische Bühne ist, dann auffallen im Umfeld. Ja, das kann ein sehr unterhaltsamer Mensch sein. Auch, ja. Jemand, mit dem man sich gut unterhalten kann auch. Dieser Mensch ist häufig auch ein Vorbild, wenn dieser Mensch so sein kann, wie er wirklich ist. Ein lebensfroher Mensch. Das möchte dieser Mensch auch ausdrücken. Das ist sein natürlicher Zustand. So, wo konntest du in der Vergangenheit deinen natürlichen Zustand nicht ausdrücken, liebe Seele? Hier ändert sich jetzt etwas tiefgreifend. Okay, dein wahres Wesen kommt jetzt mehr zum Vorschein. Das sind auch alte Glaubenssätze, die gehen hier. Alte Konditionierungen, die hier gehen. Alte Erfahrungen, die gehen dürfen. Das ist kein Akt von heute auf morgen. Klar, es kann mit einer Erkenntnis einhergehen auch. Diese Erkenntnis oder ein Impuls, der hier unterstützt. Der dich unterstützt, ab sofort nicht mehr in diesem Gefängnis zu sitzen. Das ist nämlich die Herausforderung und dieses Gefängnis. Das ist ein Gedankengefängnis. Das ist erschaffen durch deine Gedanken. Klar, Einflüsse von außen in der Vergangenheit, 5 Schwerter, Menschen, die dich gedemütigt haben, die versucht haben, dich zu unterdrücken,
narzisstische Charakterzüge hier. Oder auch Menschen, die, ja, generell Menschen, die einen niedermachen müssen, damit sie sich selber höher fühlen können, ja, oder wichtig fühlen können. Weil ich nehme das so wahr, hier hat ein Mensch dir etwas angetan, dich niedergeredet, dich gemobbt, dich beleidigt, weil man neben dir sonst untergegangen wäre. Das ist eine hochschwingende Energie, die ich in der Hand halte. Das ist dein natürlicher Zustand. Solche Personen sind nicht hochschwingend. Sie sind in einer niederen Energie unterwegs. Und weil diese Person es nicht schafft, selber hochzuschwingen, muss sie es auf anderem Wege eben tun, irgendwie zur Geltung zu kommen, nämlich dich runterziehen, dich auf eine niedere Schwingungsebene zu begeben. Und das schafft man hier, indem man dich in dieses Gefängnis sperrt. Ja, indem man es schafft, dass du dich selber da reinsperrst. So muss ich es eher sagen. Das ist ein Gedankengefängnis. Das ist ein falsches Mindset, liebe Seele, über dich selber. So, es geht aber darum, jetzt natürlich und authentisch zu sein und dich zu zeigen, so wie du bist. Okay? Klar ist hier Herzschmerz. Klar, das sind die Wunden aus der Vergangenheit. Hier ist schon etwas dir tief an die Substanz gegangen. Es ist wie, als hätte hier jemand voll im negativen Sinne ins Schwarze getroffen. Aber man sagt ja immer, Wunden sind die Stelle, wo das Licht eintreten darf, ne? Wichtig ist, die Wunden nicht zu leugnen bei deinem Heilungsprozess. Zu wissen, sie sind da, das ist dir passiert, das ist so und es darf auch da sein. Ja, es geht halt darum, sich bewusst zu machen, was in deinem Gedankenkonstrukt hier vor sich geht, dass dieses Gefängnis da ist. Ja, dass dieses Gefängnis in der Gegenwart wahrscheinlich auch durch dich selber da ist, weil wenn jemand hier, wenn dich jemand beleidigt, du brauchst das nicht annehmen sozusagen, wenn dich jemand beleidigt. Es geht darum, im Selbstwert zu sein und diese Beleidigungen quasi nicht an sich ranzulassen. Okay, zu wissen, wer man ist, was man kann, dass man es wert ist, dass man toll ist, dass man groß ist, dass man wichtig ist. Und auch sich das bewusst zu machen, dass andere Menschen dass das, was andere Menschen dir antun, dass das eigentlich mit dir nichts zu tun hat. Und das ist manchmal ein längerer Prozess, bis man das versteht und bis man das verinnerlicht hat. Aber was ich so wahrnehme, ist, du gewinnst jetzt die Kontrolle darüber, über dich selber, über deine Gedanken. Du lässt dich nicht mehr so schnell verletzen. Der Herrscher lässt es nicht zu, dass man sein Herz verletzt. Der Herrscher lässt es nicht zu, dass er irgendwelche niederen Energien hier, dass sie zu nah an ihn rankommen, okay? Dafür ist er zu reif. So, wir legen noch ein paar zusätzliche Impulse drauf. Ich fange aber von hinten an. Weil das ist der aktuelle Zustand hier mit dem Tod, so nehme ich das wahr, und der Königin der Stäbe, dass du dich mauserst, dass du dich jetzt zeigst. Ich fange von hinten an. Die drei Schwerter. Das ist sehr viel Gefühl, das mir hier durchkommt mit der Melodie. Es steht jetzt zwar nicht auf der Karte drauf, aber ich nehme das wahr. Sehr viel Gefühl. Ein Lied, das du demnächst hören wirst, möchte dir eine wichtige Botschaft mitteilen. Vielleicht bist du auch selber sehr musikalisch und drückst deine Geschichte, das, was dich bewegt, das, was dich verletzt, vielleicht auch in Musik aus. Ja, entweder singst du oder du schreibst Lieder oder du spielst ein Instrument. Das ist das, was ich wahrnehme. Aber wenn es gar nichts von dem ist, Musik löst immer etwas in uns aus. Und hier geht es um Gefühle. Okay? Gefühle, die immer wieder hochkommen, die dich an etwas erinnern. Lieder, die dich an etwas erinnern. Impulse von außen, die dich an etwas erinnern. Und zwar an das da wahrscheinlich, ja.
Aber eben auch vielleicht Impulse, die von außen kommen, wie jetzt zum Beispiel durch Lieder, die dich an den Menschen erinnern, der du vor diesen Verletzungen warst, bevor man dir das Herz rausgerissen hat, bevor man dich beleidigt und kaputt gemacht hat. Du erinnerst dich womöglich an dich selber, bevor das passiert ist, nämlich an deinen natürlichen, ursprünglichen Zustand. Also, falls ich etwas leiser rede, bitte entschuldigt, weil mein Hals es nicht mitmacht, wenn ich lauter rede. Aber man kann ja die Lautstärke hochstellen bei den Videos. Genau, das geht nämlich da. Das ist Wahnsinn. Das bestätigt das nochmal, was ich gesagt habe. Wenn man beleidigt wird, wenn einen etwas ärgert, wie andere Menschen uns gegenüber verhalten, ja, dass man es nicht zu sehr an sich rankommen lässt. Das ist die Herrscherenergie hier. Und zwar eben Missgeschick. Ein Missgeschick stellt ein kurzfristiges Ärgernis dar. Kurzfristig vielleicht, dass es dich kurzfristig ärgert, aber dass du es wieder abstreifen kannst. Aber gräme dich nicht, das Blatt wird sich wieder wenden, dir wird es wieder besser gehen. Das ist diese reifere Energie, denn koste die Situation voll aus, du wirst noch lange davon zehren können mit dem Schwamm. Schau mal, sie sitzt hier in der Badewanne, ihr geht es gut, sie lässt sich's gut gehen, sie weiß, was sie sich wert ist. Das ist die König der Münzenenergie hier. Das ist wie so, ja, was du sagst, das ist, vielleicht stupft es mich kurz, aber im Grunde juckt es mich nicht. Ja, dafür bin ich zu reif. Dafür kenne ich zu sehr meinen eigenen Wert. Schau mal, Quantenheilung, die stattfindet. Sag's ja. Nur deine negativen Gedanken begrenzen dich. Genau. Alles ist möglich. Schau mal, der Käfig ist sogar offen. Der Engel kann oben rausklettern. Und die Flügelchen kriegt er auch durch die Stangen durch. Ne? Nur deine negativen Gedanken begrenzen dich. Alles ist möglich. Die Quantenheilung, die stattfinden darf. Genau. Was hat jemand zu dir gesagt? Nein, die Worte waren nicht immer liebevoll, aber vielleicht waren sie manchmal liebevoll verpackt und es war eigentlich ein großer Scheißhaufen, was man von sich gegeben hat, ja. Das gibt's ja auch. Es ist ja wie manchmal nett ist die kleine Schwester von Scheiße, sagt man ja auch. Mit liebevollen Worten kannst du die Situation für dich zum Positiven verändern. Es ist sehr stark der Fokus hier auf der Kommunikation, ne? Was hat man zu dir gesagt? So, wir haben den Tod hier als erste Karte. Immer das Hexenhäuschen. Deine Neugier beschert dir entweder ein Geschenk oder einen Schreck. Ja, das ist diese Ungewissheit. Wie begegnen mir Menschen aufgrund dessen, wie man dich in der Vergangenheit eben behandelt hat? Es ist wie, wenn mir jemand Neues begegnet. Ist diese Verbindung oder ist diese Begegnung dann im Endeffekt ein Geschenk oder bekommst du einen Schreck davon? Es ist wie, ist derjenige jetzt nett zu mir oder mobbt dieserjenige mich oder schaut dieserjenige auf mich runter? Na, das ist wie auch die Augen aufmachen wieder in Bezug auf andere Menschen, wenn man sich in der Vergangenheit zu sehr verschlossen hat, aufgrund dieser schwierigen Erfahrung, um eben nicht mehr verletzt zu werden. Aber es ist hier langsam wieder eben auch die Augen aufmachen und ja, sich öffnen. Entweder kann eine Begegnung ein Geschenk sein oder auch ein Schreck.
dann ist es so. Den Schreck kann man dann, naja, gehen lassen, ziehen lassen. Du musst dir diesen Schreck nicht annehmen. Du musst den Mist von irgendwelchen Leuten ja nicht annehmen. Ich hätte gerne noch eine Karte für die Königin der Stäbe. Das ist auch so der Selbstzweifel. Das kann auch in deine Richtung sein. Bist du dieses Geschenk für jemand oder bist du ein Schreck? So dieses Hin- und Hergerissensein. Wie werde ich jetzt wahrgenommen von anderen Menschen? Werde ich gemocht oder werde ich gehasst? Und das transformiert sich hier. Das transformiert sich hier. Oh. Ja, schau. Die Lemniskarte. Verändere dich, dann verändert sich auch die Situation. Du veränderst dich. Das lege ich in die Mitte. Was haben wir hier noch? Der Eskimo. Du hast alles, was du brauchst. Fange damit an, unnötige Dinge auszusortieren, Genügsamkeit. Reg dich nicht auf oder nicht zu viel auf über andere Menschen. Sortiere aus. Ne? Das ist das, was ich gemeint habe mit, wenn dich jemand nicht mag, dann darf derjenige weiterziehen oder du ziehst weiter, ja. Du hast alles, was du brauchst mit dir. Bei dir fehlt nichts. Dir fehlt nichts. Du bist nicht fehlerhaft. Du sollst in ein Füllebewusstsein gehen in Bezug auf dich selber, nicht im Mangel. Im Mangel sein, ja. Oh. So, welches Krafttier darf ich noch weitergeben? Danke. Der Habicht. Ratgeber in dunklen Momenten. Seine herausragende Intelligenz und edle Erscheinung verschafften dem Habicht höchstes Ansehen und nicht selten wurde er zum Symbol eines Königreichs auserkoren. Es gelingt ihm, dich von den Zwängen der modernen Zivilisation zu lösen, da haben wir es auch, ne? Und ganz zu dir zu kommen. Doch lässt er in dir die Erkenntnis reifen, dass Probleme sich nicht durch Rückzug lösen lassen. Genau, hier, zeige dich, versteck dich nicht länger, zieh dich nicht länger zurück. Seine einzigartige Ausstrahlung, genau, Thema, ne? Lehrt dich, auf der Suche nach dem wahren Leben Trost und Kraft in der Natur zu suchen. Dieser einzigartige Greifvogel vermittelt dir wohltuend und heilsam, wie wohltuend und heilsam es sein kann, sich mit allen Sinnen auf die Wildnis einzulassen und sich wieder mit ihrem Rhythmus zu verbinden. Beobachte ihn auf Wiesen und Feldern und spüre, wie er dich verzaubert mit seinem grandiosen Einfühlungsvermögen und eigenwilligen Charakter. So, und damit mache ich für heute Feierabend. Meine Stimme macht nicht mehr mit, aber ich denke, dass also die Message in diesem Orakel ist mehr wie klar. Ne? Schau, ob du damit in Resonanz gehst. Ansonsten, weißt du, kannst du ja das Video jederzeit ausschalten. Aber ich bedanke mich jedenfalls bei dir für deine Aufmerksamkeit. Ich drücke dich ganz feste, liebe Seele. Und wenn du magst, sehen wir uns gerne beim nächsten Orakel wieder. Mach's gut. Bye, bye.